Die Wasserwacht Senftenberg und die Katastrophenschutzeinheiten aus den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster haben das größte Fahrgastschiff des Senftenberger Sees, die Santa Barbara, in ihr Winterquartier geschleppt. Wegen eines Getriebeschadens war das 29 Meter lange Schiff manövrierunfähig und konnte seinen Liegeplatz nicht aus eigener Kraft erreichen. Mit Hilfe zweier Mehrzweckboote, der Schnelleinsatzgruppen und einem weiteren Boot des DRK-Kreisverbandes Lausitz gelang der Einsatz. Die Boote umschlossen die Santa Barbara und schleppten sie sicher ins Hafencamp Kuskoschen. Insgesamt 17 Einsatzkräfte waren an der anspruchsvollen technischen Hilfeleistung beteiligt, die zugleich eine Übung für die Zusammenarbeit der Katastrophenschutzeinheiten war. Die Teams konnten neue Erfahrungen sammeln und ihre Koordination verbessern. Das seien wichtige Vorbereitungen für künftige Einsätze im Katastrophenschutz, heißt es vom DRK.